Richtig Verwirrung dann beim Schnitt. Leute, Liebe, ich und Niklas haben uns heute wieder an diesem wunderschönen, tatsächlich wunderschönen Tag hier auf Oldschool bei der Bank eingetroffen. Das Wetter ist so sexy. Die letzten Tage waren richtig scheiße. Vor allen Dingen letzte Woche hat sich der Himmel nochmal gedacht, der muss richtig reinhauen. Aber jetzt ist Party. Ich weiß gar nicht, warum ist heute mindestens 20 Grad. Sowas. Vor allen Dingen in der Sonne ist es richtig geil. Und deshalb haben wir uns gedacht, heute nehmen wir, weil wir es können, eine Folge Brabbeln auf. Ja. Das einzige Problem, was sich jetzt schon gestellt hat, hier gibt es eine Baustelle. Hatten wir jetzt beide nicht so auf dem Schirm. Und wir wollten halt auf Oldschool machen und deswegen, wir mussten ja aufnehmen. Das tut uns leid. Uns ist jetzt auch, also mir zumindest, kein anderer Spot eingefallen. Ja. Deshalb könnte es zwischendurch ein bisschen lauter werden, wenn die mal hier mit dem Bagger durch müssen. Also sie machen jetzt hier keine Akkordarbeit, das nicht, aber ab und zu könnte mal hier was durchfahren. Heute geht's um Captain Marvel. Ist zwar jetzt schon einen Monat raus oder so, aber über den wollen wir reden. Und dann über Avengers Endgame, beziehungsweise was man jetzt schon über Avengers Endgame weiß, wie wir die Trailer fanden. Ja, genau. Ja. Und ein bisschen Star Wars vielleicht ein bisschen ankratzen, was gerade so los ist. Vielleicht aber auch nur ganz wenig, weil bei Star Wars ist ja jetzt Trailer vom neuen Film, Trailer zum Spiel, Star Wars The Clone Wars, all sowas rausgekommen. Vielleicht machen wir dazu noch eine extra Folge. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Genau. Deshalb fangen wir jetzt an. Captain Marvel haben wir letzten Monat mehr oder weniger pünktlich eigentlich zum Release geguckt. Ja. Es war ja an meinem Geburtstag. Waren eigentlich nur 3 Tage oder so dazwischen, ja. Oder? Oder war es am Freitag nicht? Ach, ich habe keine Ahnung. Ist ja auch scheißegal. Jedenfalls, wir haben auf jeden Fall geguckt. Mein Geburtstag, leider. Warum leider? Ich hätte lieber was anderes geguckt. Richtig. Aber man muss ihn ja mal geguckt haben, so, um was darüber zu sagen. Also, ich würde mal sagen, Pflicht. Die Pflicht als Comic. Die Pflicht als Marvel-Mensch. Marvel-Mensch. Ich würde mal sagen, wir fangen storytechnisch an. Wie war die Story für dich? Was hast du dazu meckern? Also du meinst quasi, das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch gemacht. Wir fangen mit den Besten an, für mich persönlich. Das ist richtig. Weil die Story an sich, die Idee war ganz lustig. Ja. Dazu muss ich sagen, obwohl ich überall mal, vor allem wenn ein Film rauskommt, in die Comics von dem Charakter reinschaue, Captain Marvel hat mich so null interessiert. Null. Weil, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, ich will ja auch keinen fronten, aber auch in den Comics kam mir Captain Marvel immer wie die absolute Kampflesbe rüber. Ich kannte die bis jetzt nur aus Civil War 2 und da war die übelstes Arschloch. Aber ich fand, so kam sie mir jetzt auch in den ersten Endgame-Trailern vor. Aber Das wollen wir mal noch nicht ansprechen. Also ich fand es deutlich auch. War lustig, war unterhaltsam. Gab hier und da ein paar Lücken, würde ich jetzt mal behaupten. Wir können ja ruhig mit Spoilern reden. Der Film ist lang genug raus. Ja, das stimmt. Also die Idee mit, dass sie eigentlich ein Mensch ist und sowas, war ganz lustig. Ja. Aber es gab genauso viele Sachen, die einen aufgeregt haben. Zum Beispiel die Tatsache, dass, was mich am meisten aufgeregt hat, auf jeden Fall das mit Nick Furys Auge. Ja. Dass der das jetzt durch so eine scheiß Katze verloren hat. Also. Weil das Problem ist, so an sich ist da ja nichts Schlimmes. Ist ganz lustig, hahaha. Ja. Aber das Problem ist zum Beispiel in Iron Man 2, das war schon lange her, oder auch in Avengers und so, finde ich, wird Nick Furys Auge immer so übel krass angeteased, als wäre das so übel krankes Geheimnis. Ja, und so die heftige Story dahinter, ja, genau. Und so. Und dann war es eine fucking Katze. Ja, war ein bisschen ärgerlich, keine Ahnung. Und es war, also, der Film wäre genauso kacke in dem Fall gewesen, wäre das nicht passiert. Das hätten sie einfach lassen können, sich aufheben können oder so. Für bessere Zeiten, sag ich mal. Ja. Weiterhin, was ich ein bisschen doof fand, ist, was gefühlt war da richtig viel, was so reingezwungen wurde. Na, so reingequetscht eher. Also, ja. Keine Ahnung, so auf Krampf nochmal. Also zum Beispiel die Tatsache, dass sie dann hier irgendwelche alten Freunde von der Erde wieder trifft.
Und dann musste das emotional werden und so. Und Familie und alles. Dann auf einmal auf ihrem Planeten, wo sie dann ist, also bei den Kree, wo sie dann kämpft, das ist ja noch ein Storystrang. Dann halt die Skrulls an sich, die eigentlichen Bösen, was sie ja dann doch nicht sind, wovon ich aber ehrlich gesagt nicht überzeugt bin, weil Skrulls vor allen Dingen in den Comics sind eigentlich immer so kernmäßig böse, so. So ein bisschen zwielichtig, oder? Ja, so wie Voldemort in Harry Potter. Ja. Einfach böse. Ja. Der Imperator bei Star Wars, einfach böse. Und dann plötzlich helfen die sich so. Ja. Also, ja, war ein bisschen und komisch. Auch, dass die Skrulls, das mit der Familie, fand ich auch ein bisschen komisch. Ja, dass die dann da... Ja, das so zur Story war nicht so überzeugend von unserer Seite her. Aber trotzdem noch das Beste am Film, finde ich. Richtig. Dann, na gut, ich fand filmerisch, gab es auch geile Szenen. So, zurzeit ist ja diese One-Taker-Kampfszenen, sowas ist ja zurzeit ziemlich in der Filmbranche. Haben sie, fand ich, gut umgesetzt. Manchmal war es einfach ein bisschen zu viel. Aber no joke. An so eine geile Kampfszene kann ich mir gar nicht erinnern. Das Einzige, wo ich mich noch dran erinnern kann, was aber nicht mal wirklich gefilmt wurde, sondern weil es komplett CGI war, als sie dann zum Schluss durch den Weltraum geflogen ist und die ganzen Schiffe abgeballert hat. Ja. Ja, das war auch nicht gefilmt. Ja, gut. Also immer noch, weil wir gerade mal von so Kampfszenen sprechen, die beste davon gibt es meiner Meinung nach immer noch bei Daredevil. Weil die haben in der Serie ja auch so viele davon gemacht. Aber macht man es halt richtig. Ja, das stimmt. Also, oder selbst wenn wir jetzt von Blockbuster reden, bei Aquaman. Ja, wollte ich gerade sagen. Also da fand ich auch, da haben sie auch, fand ich manchmal ein bisschen übertrieben, aber waren coole Szenen dabei. Also, Captain Marvel nicht so ganz überzeugend von der Filmtechnik her, sag ich jetzt mal. War okay, war aber nicht überkrass. Ich muss auch manchmal sagen, also manchmal sah CGI richtig geil aus. Und manchmal irgendwie ganz schön. Zum Beispiel, wenn sich so ein Skrull verwandelt hat, ja, das sah ziemlich geil aus. Das war schon geil. Und überraschend eklig. Und eigentlich auch ziemlich brutal. Ja. So mit Knochen und. Ja, und wie die Haare dann auf einmal rauskamen, war schon ein bisschen eklig. Aber es sah ganz cool aus. Und dann gab es halt so Sachen. Zum Beispiel, wo sie dann auf einmal angefangen hat zu glühen und sah aus wie, was weiß ich. Ja, die sahen aus wie DC, lol. was können wir noch zum Marvel? Wir können ja mal... Eine Sache muss ich noch sagen. Ja. Und zwar, wer sich ein bisschen behind the scenes damit auseinandergesetzt hat. Hier Brie Larson, also die Hauptdarstellerin, die ist ja so eine richtig verschriebene Feministin. Echtes? No. Oh. Und da hat die dann auf Pressetouren und so, hat die zum Beispiel gesagt, sie nimmt keine Kritik an den Film von weißen Männern an, weil der Film nicht für weiße Männer gemacht ist. Ist wirklich gesagt? Ja. Erstens, Comics sind nicht nur für weiße Männer gemacht, aber ich würde behaupten, 80, wenn nicht mehr Prozent sind weiße Männer. Und ich würde mal sagen, 80% sind auch weiße Männer, die das schreiben oder zeichnen. Also ich würde mal sagen, da hat sie sich ganz schön ins Bein geschossen. So, da hat sie übel viel Kritik bekommen. Aber ich muss sagen, angenehm im Film an sich war, es kam jetzt nicht so krass feministisch rüber. Ja. Weil es gibt ja Filme oder auch Serien, wo das dann von hinter den Kulissen in den Film reingetragen wird. Hm. Und es ist jetzt nicht so, als hätte ich was gegen Feministen. Nur gegen manche, wenn man es halt so... Übertreibt. Ja, mit solchen Aussagen, ich will uns jetzt nicht in die Scheiße reiten, aber es gibt halt ein paar komische Leute auf der Welt. Und man kann sich, sag mal, gut für Frauenrechte einsetzen, Frauen unterstützen. Und dann kann man es halt auch behindert machen, indem man sagt, man spielt zwar in einem Comic-Film mit, wo 70% aller Leute erstens weiße Männer sind, die das lesen, kaufen, gucken auch. Und produzieren. Und produzieren und schreiben und zeichnen. Und man will von denen keine Kritik. Das ist ein bisschen... Da kann man halt nichts mehr zu sagen. Also, Eieieiei. Naja. Ich weiß gar nicht. Ich kann mal kurz noch auf dem Handy gucken.
Weil das ist ja auch im Moment so der Trend. Alle Filme müssen sich auf Rotten Tomatoes ja, profilieren können, sag ich mal. Ja. Wir fangen mal an mit Kritikern. Sind 452 Reviews. Wie viel Prozent? Prozent was? Na, von 0 bis 100. Gibt es ja bei Rotten Tomatoes nicht Punkte, sondern ja, Prozentwertung. Wie gut der Film war. Nee, das funktioniert so, also man gibt eine Bewertung ab und dann kannst du dich noch entscheiden zwischen Rotten und Fresh, also gut oder schlecht, generell nur. Und die Prozentanzeige ist zum Beispiel 20%, sage ich jetzt mal, 20% fanden den Film gut, die anderen 80% nicht so. Okay. Na? Also nicht, dass, wenn es jetzt 90% sind, heißt das nicht 9 von 10 Punkten. Ja, also von meiner Ansicht her würde ich sagen... Kritiker. Achso, richtige Kritiker. Ja. Da würde ich sogar sagen, 65% schlecht und 35% gut. Ja, komplett weg. Komplett weg? Ja. Echt jetzt? Sag mal. 78% der Kritiker fanden den Film fresh. Das sagen wir jetzt mal nichts dazu. Nee, da war bestimmt ein bisschen warum Zingeling. Warum sind wir da nicht mit dabei? Aber ich kann jetzt zum Beispiel mal gucken. Schlechte Kritik von Richard Brody. Ich will keinem was unterstellen, aber erstens hört sich das nach einem männlichen, weißen Namen an. Zweiter, Peter Rainer, wer weiß. Männlicher, weißer Mann. Fanden schlecht. Matthew Licona, männlicher, weißer Mann, fanden schlecht. Oh, eine weiße Frau. Fanden gut. Also, ich will damit jetzt nicht zu viel ja ins Detail gehen. Ne? Genau. Aber also, manchmal lässt sich aus solchen Sachen doch ein bisschen was rauslesen. Aber jetzt ich würde sagen, wir gehen noch auf ein was ein. Nee, jetzt kommt nämlich noch Audience Score, also die normalen Zuschauer. Ja. Achso, soll ich jetzt auch wieder warten? Ja. Ich glaube, da ist es komplett andersrum. Würde ich mir wünschen, aber... ja, du musst ja trotzdem bedenken, also, ja, okay. Es gibt ja auch viele Leute, die dann trotzdem eine gute Bewertung abgeben. Kinder also vielleicht. Also ich würde sagen, 60 gut, 40 schlecht. Sehr knapp, 58% fanden gut. Easy. Sind aber auch 80.000 Reviews. Also oh, das ist heftig. Okay, das ist krass. Na? So sieht's aus. Also... Könnt ihr ja mal reingucken. Vielleicht kannst du ja auch mal verlinken, die Seite. Wer es noch nicht kennt. Ja, kennen sicherlich alle. Oh. Aber, also ich gucke da jetzt nicht regelmäßig rein. Ist auf jeden Fall ganz lustig zu wissen, solche Zusatzinformationen. Ja. So, was auch lustig ist, was ich erst erfahren habe, Brie Larson hat tatsächlich zuerst Endgame gefilmt und dann Captain Marvel den Film selber. Macht schon Sinn, ja, okay. Weil ja. Der wurde halt früher gedreht. Da wird es noch jetzt interessant, da könnte ich mir gut vorstellen, dass der Charakter doch nochmal ein ganzes Stück anders ist. Wenn sie nicht aufgepasst haben. Ich würde sagen, wir gehen noch auf eine Sache ein, ganz schnell, die Logik. Die Logik hinter dem Film, hinter der Person selber, weil das war ja auch ziemlich kritisch, bevor der Film überhaupt rauskam, ob sie jetzt zu krass ist für Endgame, ob sie jetzt... überhaupt so ein logischer Charakter ist, den man jetzt überhaupt da bei Marvel mit reinbringen sollte oder bei Avengers. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Genau. Oder vielleicht ein bisschen früher. Ich von meiner Seite her finde, logiktechnisch war es einfach ein bisschen dumm, weil wir hatten so viele heftige Schlachten und was weiß ich, die jetzt in den letzten Teilen kamen, wo sie nicht gerufen wurde, wo nichts passiert ist, obwohl die Welt schon fast am Untergehen war. Und jetzt bei der Sache wird sie halt dann gerufen. Klar ist jetzt eine Ausnahmesituation. Die Hälfte der Menschheit ist weg. Aber weiß ich was jetzt nicht. Was ich halt interessant finde, im neuesten Endgame-Trailer, dazu kommen wir ja dann auch noch, da sagt sie dann irgendwie Sinn, ich übersetze das jetzt mal so ungefähr, sagt ja, das Universum hat so viele Planeten, da kann sie nicht nur auf einen achten. Hm. Aber da stellt sich mir ja die Frage. Die riecht das ja nicht. Ist ja nicht ihre Schuld. Sondern Nick Fury hat sie ja kontaktiert. Ja. Nee? Also ist es die Schuld von Nick Fury quasi, dass sie bei Avengers und so nicht da war. Ja.
aber verstehe ich ja nicht. Oder er wollte halt nicht, dass sie kommt und dass sie das selber hinkriegen oder was weiß ich. Aber was ich auch nicht so ganz verstehe, so zum Zeitpunkt von Avengers zum Beispiel wusste sie ja schon, dass sie ein Mensch ist. Ja. Chillt trotzdem irgendwo ganz weit weg. So. Und nicht bei ihren Freunden. Ja. So. Weil oder kommt mal das zurück. Das ist es ja, so. Bei Captain Marvel wurde ja übel, also bei dem Film, meine ich jetzt, wurde ja übel viel Wert auf dieses ganze Familiengedöns gelegt. Mit dieser Frau da. Genau, und dem Kind. Und dass sie sich ja so gut leiden können. Ja. Klar, die hat gesagt, sie kommt jetzt nicht direkt wieder, aber, ne? Aber nach. Aber das war ja, ich weiß gar nicht, man kennt Marvel spielt 80er bestimmt. Ja, 80er, 90er. Und also 2012, 20 Jahre, nach 20 Jahren könnte man sich das dann doch mal überlegen. Vielleicht mal vorbeizuschauen. So. Ja, das ist schon. Es ist fraglich. Aber jetzt zumindest in Captain Marvel, muss ich sagen, kam sie mir zum Glück noch nicht so overpowered vor. Ja. Also sie musste zwar jetzt nicht übel was einstecken, aber meiner Meinung nach hat sie jetzt auch nicht krass die Übermoves gezeigt. Ja. Zum Beispiel jetzt im Vergleich Thor würde ich da immer noch viel höher ansiedeln. Ja, das stimmt. Vor allem jetzt mit seiner neuen Waffe. So. Next Thema. Avengers. Endspiel. Schlussspiel. Erste Frage, denkst du, es ist der letzte Teil? Na, allgemein. Der letzte Avengers-Teil. Ja. Ich glaube tatsächlich, der letzte wirklich Avengers genannte Titel ist es. Danach kommt bestimmt aber sowas wie. Weiß nicht. Die Fantastischen Fünf. Nein, aber. Nein, Spaß. So halt ähnlich wie in Comics, dass die dann nicht mehr Avengers heißen, sondern was weiß ich. Ja, ja. Weil mir das jetzt als erstes einfällt, die Ultimates gibt es zum Beispiel. Sowas. Dass es andere Gruppenfilme gibt, die aber einfach nicht Avengers heißen. Ja. So. Zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, da jetzt ja Spider-Man kommt, dass sie vielleicht mehrere von diesen Junghelden reinbringen und dann halt sowas wie Young Avengers machen oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Ja. Und mal gucken, wie aber das der wird. Letzte wirkliche Kern-Avengers-Teil mit Iron Man, Thor und Captain America ist auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, wie es endet. Also ich finde, das Ende wird am spannendsten. Weil wenn man sich nicht so sicher ist, ob jetzt noch was kommt, der Titel, der sagt halt auch schon viel und du weißt nicht so ganz, was jetzt passiert. Klar, so kleinere Schnipsel haben wir schon gesehen, dass es wahrscheinlich in der Vergangenheit spielen wird und halt irgendwas mit Zeitreisen zu tun hat. Da bin ich auch noch gespannt, wie sie das umsetzen. Ich denke mal halt. Da gibt es coole Sachen. So, man hat ja schon Setbilder gesehen, wo die alle so ein, weiß ich nicht, Knopfband oder so um die Hand haben. Und im neuesten Trailer gibt es jetzt auch so eine Szene, wo die alle so ihre Hand in die Mitte tun. Ja. Da muss man ja sagen, vielleicht machen sie es einfach nur, weil es cool aussieht. Aber was sehr wahrscheinlich ist, das war ja auch bei Infinity War zum Beispiel. Im Trailer kommen ja zum Beispiel gerne mal wirklich genau dieselben Szenen. Mit CGI wurde entweder was weggelassen oder es kommt erst noch was dazu. Okay. Ich werde mit dir hundertprozentig, da werde ich jetzt mit euch allen, ne? Im Film, wenn die dann alle so machen, haben die so ein Ding auf der Hand. Hundertprozentig. Das wäre lustig. Weil sonst würden die doch, naja, sorry, ja. Aber. Als ob die so teammäßig so. Ja. 1, 2, 3, rechnen. Geist Bike. Ich denke mal, da über die Zeitreisen, das wird viel über Ant-Man sogar gehen. Ich glaube wahrscheinlich sogar nur über Ant-Man mit, weil in Ant-Man 2 hat er ja diesen Van mit dem Professor und so. Und ich wette, das hat dann was mit Zeitreisen zu tun, dass sie über das Quantum Realm, keine Ahnung, wie das auf Deutsch überhaupt da heißt. Rüberkommen, keine Ahnung. Aber irgendwie kann ich auch nicht viel mehr zu Endgame sagen. Ich bin einfach nur gespannt auf den Film. Und ich habe auch irgendwie gar nicht so Schiss, dass er scheiße wird. Also ich denke mal, die haben sich da schon ganz gut Mühe gegeben. Also da der ja wieder von den Russo Brothers ist, die haben ja Civil War, Infinity War,
Endgame, Winter Soldier ist, glaube ich, auch von denen. Ja. Also mit so doch die besten der Marvel-Filme gemacht. Ja. Da, also da mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Bedenken drüber. Mhm. Wo ich mir eher Bedenken mache, ist, ob das Ende mich zufriedenstellt. Ja. Das ist immer ein ganz großes Problem so bei mir. Da habe ich ja auch drüber geredet, als ich das Punisher-Video gemacht habe. Ein Ende zu einer Serie muss so richtig befriedigend sein. Entweder muss was richtig Großes passieren oder zum Beispiel der Böse muss richtig aufs Maul bekommen oder es muss halt alles scheiße sein. Aber so ein Mittelding oder so, das ist halt kacke. Ja, weißt du? Ja. Aber ich glaube zum Beispiel... es gab ja jetzt auch die Szene, wo dann so Thor, Captain America und Iron Man auf so ein übel zerstörten Schlachtfeld da so überraschenderweise ziemlich entspannt in Richtung Thanos laufen. Mhm. Und Thanos steht nicht oder so, sondern der sitzt da auch mit Helm ab und so. Ich wette mit dir, noch eine Wette, dass letztendlich Thanos nicht der Böse in Endgame sein wird. Ja. Den ersten, Infinity War hatte ja auch beim Logo und so übel viel Gold. Und die spielen ja schon immer mit den Farben. Hm. Zum Beispiel Age of Ultron war rot, weil Ultron rot. Ja. So. Infinity War, da war alles Gold. Und jetzt ist alles lila Farben. Da war alles Gold, wie zum Beispiel der mit am wichtigsten hier der Seelenstein. Ja, ja. Die komplette Rüstung von Thanos war so. Der komplette Handschuh, jetzt lila, alles. Klar, könnte man sagen, Thanos Haut oder sowas. Ja. Aber ich, so wie viele andere Fans, denken da direkt an Galactus. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ich zeig dir kurz ein Bild, dann wirst du es verstehen, warum. Das ist der Weltenfresser. Darum wird es ja safe gehen. Ne? Wenn das... Wow. So. Wenn die dann auch noch... Ja, wow. Was soll denn noch Schlimmeres passieren? Das ist ein Riesendude, der Welten frisst. Es ist zwar relativ dunkel, aber... Nur woher... Kennen, oh Leute. Also, der Leute, ist echt ein bisschen. Da bin groß. Ich gespannt, wie der umgesetzt wird. Also, wenn das wirklich der Dude ist, bin ich übel gespannt, wie der aussehen wird. Ja. Weil den gab es schon mal in Fantastic Four, im zweiten Teil. Aber wenn ich mich nicht irre, war das da so. Marvel hat ja die ganzen Lizenzen verkauft. Das war ja von Fox gemacht. Mhm. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber Fox, es könnte sein, dass Fox da nicht die Rechte hatte zu dem Aussehen von Galactus. Weil in. Fantastic Four 2 war da einfach nur eine große Wolke, sag ich mal. Ja. Weißt du? So gasförmig mäßig. So. Wir hatten kurz technische Schwierigkeiten. ja. Ja, aber noch irgendwas anschneiden. Ich denk mal, wir können das mal so stehen lassen. Wir warten eine jetzt Sache mal, würde ich noch sagen. Aber. die Avengers haben da jetzt auch. Erstmal das ganze Team Kostüm. Ne? Mhm. Das finde ich mega nice. Ich weiß nicht warum, aber das hat mich übel angesprochen, mein Nerdherz. Ne? Und das Kostüm sieht vom Stoff her sehr, 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 sehr ähnlich aus wie zum Beispiel das Rot bei Ant-Mans Anzug, was noch ein Indiz darauf ist, dass Ant-Man da was mit zu tun hat. Jetzt möchte ich noch sagen, im ersten Trailer war es ja auch so, dass Tony im Weltall ist und sowas, aber in den neuesten sieht man dann zum Beispiel, dass er auch auf der Erde ist. So, jetzt könnte man argumentieren, dass dadurch die Spannung raus ist. Aber Leute, stellt euch jetzt mal vor, eine Sekunde. Ich raste aus, Wind. Jetzt kommt hier der nächste. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Stellt euch mal vor, nicht dass Iron Man jetzt, also dass schon gezeigt wurde, dass Iron Man zurückkommt, sondern einfach, dass die Szene am Anfang vom ersten Trailer das Ende ist. Ja, da habe ich mir auch schon übertragen. Also, dass Gedanken er einfach so zurückbleibt. Das wäre heftig. Das wäre übel krank,
aber ich kann dir jetzt schon sagen, das wird so nicht passieren. Ja. Weil. Die werden Tony nicht rausnehmen. Das wäre. Erstens würden die den so nicht töten. Ja. Zweitens wurde jetzt schon genügend angeteased, dass hier Pepper, also Tonys Freundin, schwanger ist. Und drittens wäre das für Disney viel zu düster. Ja. Sowas würden die nie durchziehen. So. Es wäre viel zu krank für die. Aber es wäre cool. Ja, das wär schon. Aber irgendwie auch nicht. Ich mag Iron Man. Ja. Ja, okay, jetzt noch die letzten Wetten. Wer stirbt? Und damit wir es eingrenzen können, zwischen Iron Man, Captain America und Thor. Muss ich jemanden sagen? Ich würde sogar sagen, es stirbt niemand. Ohne Witz, ich wette, es stirbt keiner von denen. Halt's Maul. Iron Man lebt. Ja. Kriegt ein Baby mit Pepper. Thor lebt. Er ist einfach eine kranke Maschine. Und fängt locker was mit Captain Marvel an. Captain America stirbt. Weil, nee. Sorry, aber Captain America ist so ziemlich mit der einzigste, der nicht so eine krasse Fähigkeit. Nee, nicht Fähigkeit, aber emotionale Bindung hat, dass es schlimm wäre, den zu töten. Klar, bei Thor könnte man auch noch argumentieren, aber Thor glaube ich einfach nicht. Ich weiß nicht warum. So. Weißt du, was ich meine? Ja. Iron Man würden sie niemals töten, weil seine Freundin kriegt ein Kind und sowas. Ja. Thor würden sie nicht töten, weil Thor ist einfach zu cool. Aber Captain America, wenn der stirbt, das wäre richtig krass. Das wäre richtig Gesprächsthema und alles, wisst ihr? Das. Captain America stirbt. So, das. Also, so, Leute. Wir hatten gerade ein bisschen Probleme, aber. Technical Difficulties. Wir machen nochmal unsere kleinen Wetten. Genau. Wir wissen zwar jetzt nicht ganz genau, wo die Aufnahme gestoppt hat, aber wir wollten jetzt nochmal unsere Wetten machen. Also erstmal zu den drei Hauptcharakteren, also Avengers Kern, sag ich mal. Thor, Iron Man, Captain America. Ich sage, Iron Man überlebt und kriegt ein Kind mit seiner Freundin. Boom. Thor überlebt, fängt höchstwahrscheinlich was mit Captain Marvel an. Sag ich einfach mal so, weil dann wird's spannender. Und drittens, Captain America stirbt. Ich sag einfach, keiner stirbt. Die Wette gilt. Top. Wir wetten um Ehre. Ehre? Kurz Pause. Mhm. hier. Was war noch? Was noch war? Vorbereitung auf die nächste Folge Brabbeln wollten wir gerne, solange wie es euch interessiert. Ihr könnt sowieso generell immer Themen reinschreiben. Aber für die nächste Folge hatten wir, obwohl wir es schon gemacht haben, noch eine Folge Star Wars. Weil da wurde jetzt halt eben so große und so viele Sachen angekündigt. Ziemlich viel geteased und so. Ja, also Episode 9, das Spiel Star Wars The Clone Wars wurde neu rausgekommen. Was ich vergessen habe, vorhin noch zu erwähnen, die neue The Mandalorian, also der Mandalorianer, die Serie, wurde ja jetzt auch geteased. Da gibt es, glaube ich, sogar den Trailer, den hat irgendeiner aufgenommen und auf YouTube hochgeladen, wenn ich mich nicht irre. Natürlich alles egal. also darüber würde ich mega gerne sprechen. Ich glaube, ihr habt da auch Lust drauf. Wir werden uns aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen drüber informieren, weil jetzt so aus dem Stand wüsste ich nicht, wie viel ich darüber reden könnte. Ja. Außer mal immer wieder, dass wir unsere Meinung abgeben. Aber... Genau. Ja. Noch irgendwelche Wetten? Was hat man? Was ich jetzt schon mal sagen wollte, bei Star Wars Fans sind immer ein bisschen aggro. Ich will jetzt schon mal klarstellen, ich bin gehypt. Wind? Wind? Du bist gehypt. Aha. So, obwohl ich von Episode 8 so mega krass enttäuscht wurde, bin ich trotzdem auf Episode 9 gehypt, weil der Trailer sah erstens richtig cool aus. Klar, der von Episode 8 sah auch cool aus. Aber J.J. Abrams macht den ja wieder. Auf jeden Fall. Und nicht das Faggot Kind Rian Johnson. Und ja, J.J. Abrams, ja, bevor er den Film auch angefangen hat zu drehen, hat er sich nochmal mit George Lucas unterhalten. Ja. Und da habe ich da von Grund auf schon mal ein besseres Gefühl. Und nein, der fucking Imperator kommt zurück. So. Ja. Das wird halt einfach nice. Ja. Gebt mal eure Wetten ab, ob Thor mit Captain America abhängt. Captain America. Captain America. Danke! Danke!
Na, vielleicht hängen sie ja ab. Ich habe ja nicht zusammengesagt. Mit Captain Marvel. Und? Soll ich jetzt die Abmord machen oder was ja. mit dir? Okay. Du hast dich alles verdient. So, ich würde sagen, hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Und die Fäcke da vorne kann man sich verpissen. So, tschüss. Man sieht sich. Peace out. Nickers. Hallo. Die N-Bombe hat er gedroppt.